heißt, es geht ja nicht darum, dass sie jetzt, die UN, das ist jetzt nicht eine Person, die sagt, okay, die erkennt mich an, sondern das ist ja auch eine Staatengemeinschaft. Da müssen ja auch die Staaten die anerkennen. Das heißt, auch dafür, um Staaten anzuerkennen, brauchen wir jetzt nicht die UN per se, die sich dann irgendwie trifft mit Vertretern aus ganz vielen Staaten, sondern das kann dann jeder Staat irgendwie einzeln auch für sich entscheiden. Das heißt, auch da haben wir uns nicht gezeigt, warum das dann so viel, warum das jetzt irgendwie nötig ist. Und dann mit diesem Punkt, das verhindert ja irgendwie ganz viele Konflikte oder so, das ist halt immer schwer zu sagen, wenn man jetzt nicht so eine Vergleichsgruppe hat, wie es ohne UN, weil man kann es einfach nicht mit der Zeit vor 100 Jahren vergleichen, wo es die noch nicht gab, weil es da einfach völlig andere staatliche Strukturen gab, völlig andere Interessen in der Welt. Wir sagen auch, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich Sinn gemacht hat, mal irgendwie zusammenzuschauen, aber mittlerweile glauben wir, dass es nicht mehr nötig ist. Mittlerweile glauben wir nämlich, es ist viel sinnvoller, in Länderblöcken zu denken. Und zwar nicht dieses Kalter Krieg Ost gegen Westblock oder so, sondern in Länderblöcken, die tatsächlich ähnliche Interessen haben, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Blöcke, die sich aber natürlich auch ändern können. Wir glauben, das ist heute und vor allem in der Zukunft, in mittelbarer Zukunft, einfach was viel Sinnvolleres. Und darauf möchte ich jetzt nochmal näher eingehen. Also nochmal, um das weiter klarzustellen, warum glauben wir, dass die UN jetzt nicht mehr sinnvoll ist. Wir glauben, dass das einfach so eine unglaublich große Staatengemeinschaft ist, die sich dann alle gegenseitig behindern. Das sind also, Alex hat ja auch gesagt, also von den kleinsten Inseln sind dann Vertreter drin, die müssen dann irgendwie einen Konsens finden und dann gibt es noch diese großen, dann gibt es noch diese großen Vetomächte, die dann alles wieder irgendwie von oben regieren und die USA sagen das und Russland sagt das und dann steht irgendwie Wand gegen Wand, am Ende kommt nichts raus. Und wir sagen, das ist sehr, sehr problematisch, weil das Länder sind, die sich in so unterschiedlichen Teilen der Welt befinden, so unterschiedliche Interessen und so unterschiedliche Situationen, dass sie sich oft auch nicht, dass es auch Sinn macht, dass sie sich einfach nicht einigen können. Und dann kommt man da, dann kommt da so eine Resolution raus, wo dann steht, we recommend und in concern und so. Und dann sagen die, ja, und am Ende sie eigentlich von allen Konfliktparteien, seid doch mal nett zueinander. Okay, das klingt schön, das ist auch ein schönes Bild, wenn die das machen würden, wäre das toll. Aber am Ende, was ist dann die Konsequenz? Also die Krim wurde jetzt irgendwie an Russland annektiert, wir haben Kriege international, also es ist jetzt nicht so, dass der Weltfrieden hier garantiert ist und wir glauben, das ist einfach ein sehr machtloses Apparat. Das ist alles für uns erklärt. Manchmal muss man einfach schnell handeln, wenn zum Beispiel Frankreich in Mali agiert hat, einfach wirklich so wirklich schnell, ohne jetzt irgendwie so einen ewig langen Prozess durchzumachen und sich mal von 600 Weltstaaten die Erlaubnis zu holen, dann hat es irgendwie Sinn gemacht, weil einfach schnell gehandelt wurde und weil da noch keiner konnte. Aber jedenfalls ist der Konflikt einfach so weit, wie wir es jetzt auch in Syrien sehen. Da stehen einfach nur Fronten gegeneinander, das geht nichts weiter. Und da glauben wir, dass es besser ist, in Blöcken zu denken. Warum das so ist, werde ich gleich begrüßen, das war nochmal eine Frage. Viele Probleme, die wir in der heutigen Welt haben, sind ja global. Allen fällt jetzt zum Beispiel Klimawandel ein. Denkst du nicht, dass da eine globale Lösung auch für Staaten, die weit weg sind voneinander, vielleicht sich an einem Tisch darüber unterhalten sollen? Und es ist besser, als dass sie sich unterhalten, als dass sie da sind. Ich glaube, Klimawandel ist halt auch so ein Beispiel. Das klingt alles so toll, wir setzen uns an einen Tisch und wir einigen uns das auch. Ganz ehrlich, das hat alles nicht wirklich viel gebracht. Am Ende muss sich keiner so richtig verhalten. Am Ende kann doch jeder wieder machen, was er will. Der Klimawandel schreitet voran. Es wurde jetzt auch von uns selber zugegeben, diese ganzen Ziele, die sie gesetzt haben, wurden eigentlich nicht wirklich angehalten und werden nicht wirklich erreicht und so. Hat alles irgendwie nicht so viel gemacht. Das heißt, das ist auch wieder etwas, wo man dann irgendwie Paper schreibt und das sagt, alle eigentlich wollen wir alle Frieden und so, aber am Ende passiert das Ganze.
Zuschauer.